Dann würde ich doch jetzt mal den Benedikt Lux, Mitglied des Abgeordnetenhauses, bitten, auf die Bühne zu kommen. Ja, er ist schon am Spurten. Wie schon gesagt, Benedikt Lux ist für die Linken im Mitglied des Abgeordnetenhauses zu Berlin und er ist auch unter anderem rechtspolitischer Sprecher. Und hier wieder weitere Argumente für Kampf legal. Liebe Leute, sorry. Entschuldigung, ich habe was vergessen. Alle die gerne Wasser getrunken hätten, möchte ich mich im Namen der Generatorenabkühler entschuldigen, denn wir brauchen das Wasser, damit die Bands weiterspielen können, wir weiter hier über den Generator auch unsere Mikrofone besprechen können. Also bitte Nachsicht dafür, aber es gibt sicherlich auch irgendwo anders noch Wasser oder Getränke und das war die Entschuldigung an euch. Nun aber Benedikt Lux. Dankeschön. Also liebe Leute, von mir auch ein Sorry, dass ihr noch zwei Redebeiträge hören müsst und davon meinen, bevor Bombenzeug kommt. Und ihr deshalb noch 3 Minuten für die Legalisierung in Worten von mir ertragen müsst. Ja. Ich als Grüner sag ja seit jeher Hanf ist mein Gemüse. Die Grünen kriegen ja gerade auf die Fresse, weil sie anderen angeblich das Fleisch verbieten wollen. Und zwar von allen anderen, aber ich muss trotzdem sagen, Hanf ist mein Gemüse. Wir wollen das Hanf freigeben. Wir wollen die Legalisierung, denn Hanf ist ein ganz wunderbarer Rohstoff. Nicht nur als Nutzhanf, er ist medizinisch steuernd und er ist auch gut als Rauchstoff, wenn man ihn verantwortungsvoll nutzt. Und das tun ganz, ganz viele hier. Bin super glücklich, dass heute nach langer Zeit wieder mal die 10.000er-Grenze wirklich geknackt worden ist, dass ihr vom Zoologischen Garten durch ganz West-Berlin gelaufen seid und dass ihr jetzt immer noch so viele seid. Das ist ein deutliches Zeichen für die Legalisierung und ich sag euch, ich glaube ich zum 8. Mal auf der Hanfparade und das ist immer wieder gut, dass neue Leute sind, andere Leute sind, die diese Message auch weitertragen. Denn wie jeder Kiffer, der mal politisch aktiv ist und auf eine Parade geht oder so, weiß und wissen sollte es. Es gibt ganz viele von uns, die hier und da mal einen kiffen, die sich das Zeug legal besorgen sollen, die nicht in den Görlitzer Park gehen müssen oder von der Polizei überwacht werden, um ihr Zeug sauber, privat, aus Berlin, ökologisch verträglich zu, kaufen können. So. Ja. Und wir sind Berlin und die Stimmen sind ja relativ laut, auch in Berlin lässt sich's leben, das wird nicht kriminalisiert. Was wollt ihr denn in Berlin? Da kifft doch sowieso jeder Zweite. Ich sag euch, wer das sagt und zu unvorsichtig ist, gerade Lou, mein lieber junger Mann hier vorne, wer das sagt und zu unvorsichtig ist, der gehört vielleicht ganz, ganz schnell zu den 10.000 Leuten, die pro Jahr ein Strafverfahren kriegen wegen Hanf, die verfolgt werden. Und das ist nicht egal. Und das ist nicht egal. Drogenkriminalität so stark zu überwachen, wie es in Berlin der Fall ist, ist zu krass, geht zu weit. Und deswegen ist die Legalisierung ein nötiger Schritt. In Berlin kriegt man natürlich seine Strafe, wenn man beim zweiten Mal erwischt wird, auch mit einer geringen Menge. Und ich finde, damit muss Schluss sein in Berlin. Und Berlin sollte auch endlich das erste Bundesland werden, was einen Coffeeshop eröffnet, dafür zu kämpfen. Vielleicht wird der muss sehr, sehr groß sein. Und dafür bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage weiter für die Legalisierung. Macht's gut.